Hallo, wir sind in Cottbus. 2.3.23, es wird langsam dunkel. Dieses kleine Waldstückchen habe ich schon eine Weile beobachtet und hab's befürchtet. Stadt Cottbus hat hier ganz viele Bäume umgehauen, von ganz klein bis ganz groß. Hier alles umgehauen. So weit, so scheiße. Des Weiteren haben sie das ganze Totholz rausgeholt. Das hört ja von hinten alles. Komplett alles niedergemacht. Ganze Totholz rausgeholt. Teilweise sowas gemacht, was den anderen Baum gleich den nächsten tötet durch die Austernseitigen, also eine Pilzart. Man hat die Bäume den Tod gewidmet, indem man die Äste abgeschnitten hat. Auf jeden Fall hat man das ganze Holz rausgeholt, ob lebendig, tot oder wie auch immer. Und das wird wohl, meiner Erkenntnis nach, soll daraus wohl wieder höchstwahrscheinlich Holzpellet werden. Selbst wenn dort etwas anderes daraus gemacht werden würde, ist es eine Schädigung der Lebensgrundlage für uns alle, weil das Totholz natürlich auch Kohlenstoffspeicher ist und dieses Totholz natürlich auch für den Boden wichtig ist, damit es bei den wenigen Niederschlägen, die es überhaupt noch gibt hier in der Region um Cottbus, die restlichen Bäume noch Lebensgrundlage für sich haben, um weiter zu wachsen. Bisschen stottrig heute, aber ich bin heute ein bisschen erkältet. Müsst ihr abonnieren, liken, teilen, wie ihr sonst noch helfen könnt und euch selbst im Kanal unter den Videos. Danke!